Ja, Leute, willkommen wieder zurück zu Twilight Princess HD und wenn alles klappt, dann können wir in diesem Part endlich nach Kumula, die Stadt in den Wolken, und dort die letzte Spielscher besuchen. Das Kumulander-Dokument ist jetzt nämlich vollständig, wir haben zuletzt alle Schriftzeichen gesucht und auch gefunden. Und jetzt zeigen wir Yargo das vollständige Kumulander-Dokument erneut und dann werden wir mal sehen, ob er jetzt endlich mit dieser Eulenstatue hier unten im Heiligtum in Kakariko was machen kann. Oh, Link, hast du meinen Brief gelesen? Leider haben diese Worte, die ich von dir gelernt habe, bei keiner Statue irgendeine Reaktion hervorgerufen. Was mögen diese Worte nur für einen Sinn haben? Was? Brief? Ich habe keinen Brief bekommen. Hätte ich echt einen Brief bekommen sollen? Wartet mal. Ich glaube, nochmal extra einen Brief habe ich von ihm eigentlich nicht gekriegt. Weil ich noch nicht bei der Stadt war, ne? Hier so, blablabla. Nee, von Yargo eigentlich. Nee, habe ich noch gar keinen Brief bekommen. Nee, den habe ich eigentlich noch nicht gekriegt, aber da wäre eigentlich nur drin gestanden, ja. Ich habe halt irgendwie nichts rauskriegen können, weil der war scheinbar selber auch bei den Statuen, was wir aber gar nicht mitgekriegt haben. Aber egal, hey, das Dokument ist vollständig, brauchst du also keine Sorgen mehr machen. Kopfzerbrechen ist vorbei. Ist das etwa das antike Dokument von neulich? Nanu, das steht ja jetzt viel mehr als vorher. Ich weiß ja nicht, was damit passiert ist, aber es muss ja etwas bedeuten, dass du es mir zeigst, oder? Also gut, Link, ich werde noch einmal den Zauberspruch vortragen. Sie hat die gleiche Form angenommen wie die anderen Statuen. Was kann das nur bedeuten? Nein, das geht so nicht. Ich bin völlig verwirrt. Entschuldige, Link. Ich muss erstmal wieder einen klaren Kopf bekommen. Ja, wieso denn? Ist doch alles cool. Hier, guck mal. Jetzt können wir nämlich die Eulenstatue endlich wegbewegen. Natürlich ist dahinter ein geheimer Gang. Link? Wie hast du diese steinerne Statue und das hier? Unglaublich, einfach unglaublich. Das ist doch die Kumula-Kanone aus den Aufzeichnungen meines Vaters. Ich wusste doch, dass sie etwas seltsam war. Das hat mich meine Intuition nicht getrogen. Aber wie kann man damit nur nach Kumula gelangen? Unglaublich, ich bin ja so gespannt. Auf jeden Fall müssen wir dieses Ding irgendwie in Bewegung versetzen, um nach Kumula zu gelangen. Alter, wie geil. Die ganze Zeit war hier unten noch eine verborgene Kammer mit einer riesigen Kanone, aber die scheint ziemlich kaputt zu sein. Eine Kanone? Was machst du jetzt, Link? Warten. Aber dieser Typ, der schaut uns schon die ganze Zeit an. Achso, stimmt. Yargo, würdest du vielleicht eventuell... Oh. Möglicherweise störe ich? Wie unaufmerksam von mir. Ich sollte wohl besser verschwinden. Also dann, Link. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie das hier ausgegangen ist. Ach ja. Lass mich dir noch einen letzten Rat geben. Das Ding scheint kaputt zu sein. Du solltest es erstmal jemandem zeigen, der sich mit Kanonen auskennt. Also, bis dann. Oh. Das war ein bisschen gemein von uns, oder? Naja, nicht notwendigerweise. Wir haben jetzt noch einen entscheidenden Tipp bekommen, der uns hilft, herauszufinden, wohin wir die Kanone überhaupt warten müssen, damit man sie reparieren lassen kann. Da gibt es eigentlich nur einen. Eine Kanone? Was machst du jetzt, Link? Jetzt können wir ja warten. Und zwar ist der einzige Ort, wo wir wirklich mit dem Ding hin können, der Hylia-See. Wir müssen nämlich zu Toby. Der ist der Einzige, der die Kanone reparieren kann. Also auf zum Hylia-See, bitte. Ja.
Wunderbar. Da sind wir endlich wieder. Waren eigentlich schon lange nicht mehr am Hylia See. Und ich finde es so cool, dass Midnight jetzt noch ein letztes Mal hier was ganz Großes warpen konnte. Zwar nicht so riesig wie jetzt eine Brücke oder sowas, aber das ist ziemlich groß für eine Kanone. Die sollen uns echt in den Himmel schießen. Tja, jetzt müssen wir natürlich irgendwie Tobi davon erzählen. Wenn ihm das nicht sogar selber aufgefallen ist. Ich meine, der Typ steht da drüben, der müsste doch gesehen haben, dass wir hier mit der Kanone angekommen sind. Die wird er bestimmt bemerkt haben. Hey! Sag mal, ist das deine? Du bist also so verrückt danach, dass du dir sogar eine eigene Kanone besorgt hast. Dann wollen wir uns dein Prunkstück doch mal aus der Nähe ansehen. Was? Die ist aber auch ein ziemlich klassisches Modell, oder? Außerdem habe ich gar keine Zündverrichtung dafür. Im Moment kann man die ja so gar nicht benutzen. Ich könnte natürlich versuchen, sie für dich in Ordnung zu bringen. Ich meine, das würde dich natürlich 300 Rubine im Voraus kosten. Interessiert? Ich habe mehr als genug Geld, also klar doch, hier. Wusste ich's doch. Ich weiß genau, was du willst. Dauert auch gar nicht lang. Ja, natürlich, also 300 Rubine zahlen, das ist eigentlich vergleichsweise wenig, wenn man bedenkt, dass ich jetzt schon über 1000 Rubine bei mir trage, kann man die 300 Rubine locker erübrigen. Also, dann mach dich mal ans Werk. Das hätten wir. Hab sie repariert. Glaube ich zumindest. Sieht zwar ziemlich vergammelt aus, was drinsteckt, das ist super. Das Ding braucht dich bringt dich vielleicht wirklich bis in die Wolken. Pass aber auf, ist sicher nicht ganz ungefährlich. Also, ich gehe dann mal. Will ich ja nicht stören. Viel Spaß wünsche ich dir. Ja, das war jetzt auch nicht schlecht, oder? So ein richtiger Zeitraffer gerade. Wie oft ist denn da jetzt bitte die Sonne auf und untergegangen? Hat der Typ jetzt eine Woche dran rumgebastelt und repariert? Naja, 300 Rubine, wie gesagt, das konnte ich locker erübrigen. Und jetzt können wir endlich in die Wolken. Auch wenn das im Moment gerade eher nicht danach aussieht, weil hier sind überall ziemlich klarer Himmel, außer bis da oben vielleicht. Man kann Kumula von hier unten aus sowieso nicht sehen. Und um sie zu benutzen, ziehen wir uns einfach mit dem Greifhaken da hinein. Ich weiß, das ist eine ziemlich verrückte Sache. Aber anders geht's ja nicht. So, ich würde mir wieder hier den Bogen ausrüsten und den Kopierstab brauchen wir da oben eigentlich auch nicht. Was ich mich erinnern kann, aber vielleicht ein paar Bomben. Also dann, endlich geht es ab nach Kumula, dem Dungeon mit der letzten Spielscherbe. Und glaubt mir, das ist auch ein richtig, richtig geiler Ort. Endlich wieder zu Hause. Herzlich willkommen in der Stadt von uns Kumulanern. Da du schon extra hergekommen bist, würde ich dir gerne die Stadt zeigen. Das ist ja furchtbar. Dieser Drache treibt rund um die Stadt sein Unwesen. Ich mache mir Sorgen um die anderen. Lass mich kurz im Laden nachsehen, ob es allen noch gut geht. Wow, was für eine krasse Überraschung. Wir sind tatsächlich hier in Kumula und hier weht natürlich ein sehr starker Wind und nun ja,
Der Drache, den wir gerade eben vorbeifliegen haben sehen, ist auch gleichzeitig der Endboss, wie man sich bestimmt denken kann. Und wow, Alter, gleich wieder zurückgeschoben ins Wasser. Der Wind ist hier oben echt ganz schön kräftig. Also seht euch an, wie das hier aussieht. So, es gibt hier oben tatsächlich einen Laden, damit wir auch was einkaufen können. Und apropos, wirklich wichtig sind hier eigentlich mal die Eisenstiefel. Weil die verhindern nämlich, dass wir hier runtergepustet werden, weil nämlich die... Naja, seht ihr, die Wände sind hier so ein bisschen löchrig. Ich habe natürlich gesehen, dass hier so eine Killer-Dekorator-Pflanze wächst. Aber nicht mit mir. So. Alter, wie das hier aussieht. Ja, sogar kleine Miniaturmodelle von der Kanone und... was soll das denn hier sein? Also ihr seid schon ein ziemlich verrücktes und abgefahrenes Völkchen. Vor allem hier ist noch jemand, der so aussieht wie die Tante. Bist du etwa Hyliana? Ich kenne deine Sprache ein wenig, verstehst du mich? Wenn du etwas brauchst, wähle es einfach mit dem linken Analogstick aus. Alle, die kann uns echt verstehen und die sieht genauso aus wie die Tante, nur ein bisschen größer. So, ich bräuchte eigentlich ganz dringend Pfeile. 30 Stück, 30 Rubine. Ja, haben leider erst nach dem Einkauf bemerkt, dass niemand in Komola einen Bogen hat. Total bescheuert eigentlich. Ja, 30 Pfeile, 30 Rubine kaufst du? Ich kaufe. Ich brauch sowieso welche. Vielen Dank, ich packe dir die Pfeile in deinen Köcher. So, das sollte jetzt eigentlich genügen. Komm bald wieder. So, Bomben habe ich ja genug. Jetzt habe ich wieder 46 Pfeile, das muss mal reichen. So, Tante, du kommst doch wieder mit, oder? Oh, das tut mir so leid, wo du schon mal extra hier bist. Aber bist du denn nicht hier, um dir die Stadt anzusehen? Ich mache mir dann natürlich Sorgen um die anderen und kann unmöglich unter dich herumsitzen. Ich werde dich ganz einfach begleiten. Auf die Erde zurückwappen kann ich dich aber leider nicht. Wir können jederzeit zurück in den Laden hier. Du freundest dich mit der Tante an, sie kann dich in den Laden von Kumula warpen. Lege sie auf die Tasten und verwende sie, um schnell und sicher in die Stadt in den Wolken zu reisen. Ist doch auch ganz praktisch, weil Kumula ist ziemlich groß für diesen Dungeon hier. Also, die Stadt ist ja der Dungeon. Es ist so geil, da sind wir größtenteils im Freien unterwegs, manchmal auch drin. Und dann können wir halt ganz schnell hierher. Wie das hier aussieht. Ja, so ein Dachfenster und so. Also, sieht hier eigentlich vom Baustil her recht interessant aus. Muss ich schon sagen. Und die Türen sehen auch witzig aus. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich werde hier relativ viele Parts brauchen, bis ich mit Kumula durch bin. Also ich rechne mit mindestens 4 Parts. Minimum. Weil das ist wirklich ein sehr, sehr großer Dungeon. Bis wir hier den Dungeon-Gegenstand haben, wird es schon eine ganze Weile lang dauern. Und überhaupt, wir müssen hier sehr viel machen. Da seht man gleich, hier im Wasser ist sogar noch eine Truhe. Das heißt, ich ziehe mir mal ganz fix meinen Zorro-Gewand an. Das habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gebraucht. So. Die werden natürlich gleich wieder alle Truhen mitgenommen. Auch hier gibt es wieder 2 Geisterseelen. Ich frage mich nur, wie die in den Himmel raufgekommen sind. Aber hier sind wirklich 2. Und natürlich wieder 2 Herzteile und logischerweise 2 Liebesstempel. Mal sehen, was wir hier haben. Oh, okay. 20 Bomben. Gut. Die sind jetzt auch voll. Und hier ist noch eine Truhe. Wenn jetzt hier Pfeile drin sind, ne? Nö, aber ein 20er. In so einer Riesentruhe legst du einen roten Rubin rein. Das ist auch total schlau vom Platz her. Na egal. So, das waren jetzt nur die 2 Truhen. Nichts wirklich Wichtiges drin. Alles klar. Gut, dann geht's jetzt geradeaus. Ja, und falls wir wieder natürlich zurück nach unten wollen, brauchen wir einfach uns wieder nur in die Kanone reinziehen, die schießen uns dann nach unten und wir landen wieder direkt beim Hyliasee. Das wäre natürlich jederzeit möglich, aber das will ich ja nicht. Vor allem, mir fehlen nur noch mehr 8 Geisterseelen, Leute, das ist ja so geil. Es gibt ja nur 60 insgesamt und 8 Stück fehlen noch, das heißt, die 2, die ich hier noch finde, habe ich dann schon 54, dann fehlen nur noch mehr 6 Geisterseelen und dann habe ich alle 60 Geisterseelen des Spiels und das ist doch super duper. So, hier wieder aufpassen, Eisenstiefel. Aufpassen für den Pflanzen. Die wachsen hier oben nämlich auch ziemlich häufig. So, ich sehe da oben auch schon den Kristallschalter.
muss noch aufpassen, der Wind kann sogar den Pfeil verwehen. Wow, da werde ich gleich wieder weggepustet. Aber sah das nicht gerade geil aus? So ein cooler Anblick. So, und ihr seht auch schon, die Kumulane sind irgendwie auch in der Lage, an den Wänden entlang zu laufen, wie die zwei da vorne. Das Ganze sieht eh etwas seltsam aus, aber diese Kumulane und diese Sache mit an den Wänden so langlaufen und so, das hat tatsächlich einen realen Hintergrund, woran sich Nintendo scheinbar auch ein bisschen ein Beispiel genommen hat. Es gab nämlich mal vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, ich glaube, der Typ lebt ja, ich glaube, der lebt eh nicht mehr. Es gab nämlich mal so einen Künstler und der hat ein Bild gemalt, das so dargestellt wird, dass es mehr oder weniger so eine Art optische Täuschung ist. Je nachdem, wie man auf das Bild drauf guckt, hat man entweder das Gefühl, man guckt von oben nach unten oder von unten nach oben. Und irgendwie so. Also das ist so in sich verschachtelt, das Bild. Das ist so eine optische Täuschung so ein bisschen. Und der Typ hieß Maurits Cornelis Escher. Wollte ich nur mal gesagt haben, das ist eine sehr interessante Sache. Und wir können auch diese Kumulane sogar verwenden, um hier rüber zu flattern. So, sogar die Viecher gibt es hier oben wieder. Die kennen wir ja noch aus dem Seeschrein. So, nur aufpassen, auf die blauen Blöcke sollten wir nicht draufsteigen, weil die fallen nämlich runter. So. Und du stirbst erstmal. So, hier nochmal der Beweis. Ups. Ja. Also da muss man echt aufpassen. Da fallen wir sonst in den Tod. Also ich rechne damit, dass ich mindestens einmal abstürzen werde bei meiner Ungeschicktheit. Ich kenne mich doch. So, und wir können uns die Kumulana hier an den Wänden sogar auch mit dem Greifhaken schnappen. Tut denen doch irgendwie gar nicht weh. Aber ich meine, seht euch doch an, wie die aussehen. Vor allem diese Viecher da. Diese Kumulane, die kommen in diesem Bild auch vor. Die heißen da zwar nicht so, aber die sehen auch ziemlich ähnlich danach aus. Und daher haben die auch das Design für die Kumulane. So ist das nämlich. Alter, was macht ihr denn hier oben, ihr kleine Missgeburten? So, du kannst doch keine abstürzen. Oder einfach sterben gehen. So. Daneben. Was willst du denn, Mann? So, hier, friss dein Panzer. Und tot. So. Das war ja noch ganz einfach. Ist nur so ein kleiner Verbindungsgang. Und jetzt kommen wir in einen etwas größeren Raum. Ich sag mal so, die Musik ist auch so ein bisschen, ja, die ist ein bisschen seltsam hier oben. Wenn man immer dieses komische Gebrabbel von den Kumulanern im Hintergrund hört, ist es irgendwie ganz eigenartig. Und oh mein Gott, was ist das denn für ein fettes Vieh da vorne? Wow, ein ziemlich großer Propeller. Die haben hier wenigstens für eine schöne Klimaanlage gesorgt. Ja? Also ich meine, hier oben ist es sowieso immer ziemlich zugig, aber ja. Alter, das ist quasi, das weiß ich nicht, das Muttertier von den anderen. Alter, da kommt es ja schon angerannt. Natürlich ebenfalls nur an seinem Hintern verwundbar. Und von dem kann man den Panzer jetzt nicht klauen. So, also es geht in alle möglichen Richtungen. Aber mit den, es ist komisch, nur mit den anderen hier unten kann man gar nicht reden. Die kann man nur aufheben und mit denen dann auch wieder durch die Gegend fliegen. So. Ich weiß es gar nicht mehr. Also geradeaus brauchen wir gar nicht gehen. Das bringt uns nichts. Da kommen wir gar nicht weiter. Da geht es dann nämlich schon zum Endboss. Aber ich weiß gar nicht, mussten wir zuerst nach rechts oder nach links? Ich glaube, es ist sogar eher nach links erstmal. Aber seht mal, hier oben ist sogar noch was. Man kann sich an diese, und das, da kann man sich irgendwie ranhängen. Von hier oben. Mit dem Greifhaken. Das geht.
Ja, aber nicht von hier unten. Ich glaube, ich bin einfach zu weit weg. Kann das sein? Ich glaube, ich stehe hier zu weit unten. Ja, es geht sich nämlich nicht... Von hier aus geht es sich nicht aus. Das heißt, das können wir noch gar nicht benutzen. Noch nicht. Aber das ist später wichtig. Naja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ganz, ganz rasch. Ey, das ist so fies, ne? Wenn du da zu lang drauf stehen bleibst, dann bist du sowas von geliefert. So, ich werde eh gleich sehen, ob ich recht habe. Und ja, hier oben fliegen ziemlich viele Gargorax herum. Die sind hier auch zu Hause in den Wolken. Was machst du denn da? Ah, seht mal. Hier muss ich sowieso hin, weil hier brauchen wir tatsächlich mal wieder den Gleiter. So, Pfeile nochmal bekommen. Ja, ich brauche echt mal den Gleiter hier oben. Warum denn auch nicht? Richtig geil. Jetzt haben wir hier einfach mal eine Brücke erscheinen lassen. So, ich muss noch aufpassen, wenn die mich sehen. Ups, greifen sie mich natürlich an. Ich sollte mir wieder die Eisenstiefel anziehen. Also die braucht man hier doch relativ häufig wegen dem starken Wind. Oh. Okay, Leute, ich sehe gerade, ich bin hier doch falsch. Ich habe noch gar keinen kleinen Schlüssel, verdammt. Das ist blöd. So, da unten geht es zwar auch lang, aber... bringt mir ja gar nichts, oder wartet mal. Da unten ist nämlich noch eine Tür. Ist die sogar unten lang? Weil die Brücke dann fürs Zurückkommen. Wartet mal, wie war denn das? Oder muss ich vielleicht doch auf die andere Seite? Ich bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. Ist auch so fiesen... Ja, aber die Tür da unten, die würde... Ne, Blödsinn, geht ja auch nicht, oder? Geht das schon? Der ist ja kaputt. Nee. Nee, Leute, ich glaube, wir müssen wirklich an... wir müssen doch in die andere Richtung erstmal. Ohne Schlüssel brauche ich da ja nichts probieren, dann komme ich ja eh nicht weiter. Aber wenigstens haben wir schon mal die Brücke ausgefahren, das ist ja schon mal ganz gut. So, hier drüben komme ich wenigstens mit meinem Greifhaken rüber. Oder? Jetzt bin ich schon wieder komplett verwirrt. Nee, das geht ja auch wieder nicht. Warte mal, aber hier kann man sich... hier kann man sich heranziehen, ich weiß schon. Ah, seht mal, da drüben. Da drüben ist nicht umsonst ein Loch im Gitter. Da können wir nämlich durch. So kommen wir hier nämlich auch nicht rüber, ne? Ist ganz schön fies. So, dann hoffe ich mal, dass ich hier fündig werde. Hier ist nämlich auch wieder was für den Gleiter. Also quasi noch eine zweite Brücke zum Ausfahren auf der anderen Seite. So, das Blöde ist, ich komme jetzt hier gar nicht rüber. Das war eigentlich nur, dass wir hierher können. Aber ich sehe schon, die Tür da vorne, die hat kein Schloss dran. Also da komme ich auf jeden Fall durch. Weil ich jetzt irgendwie die Tür habe, da reiche ich. Das muss ja irgendwie gehen. Kann es ja auch nicht sein, ne? Also schauen wir nochmal. Vielleicht von hier drüben. Wenn ich jetzt hier oben bin... ja, da geht es ja auch nicht aus. Das ist ja so fies, diese... da ist zwar ein Verankerungspunkt, aber wenn ich mich da dranhänge, da falle ich ja sofort runter. Ich kann mich noch hier dranhängen, an den Efeu da. Und diese Kletterpflanzen kann hier... so lang. Ups. So, Alter, wie machte man das jetzt nochmal? Wie kommt man... kommt man von hier jetzt da rüber? Ihr seht ja, wenn ich mich hier dran... das ist ja mitten im... da falle ich ja runter, ne? Das geht ja nicht. War denn das nochmal? Da komme ich ja doch noch nicht hin. Oder wartet mal. Doch vielleicht von hier. Einfach rüberspringen müsste doch gehen, oder? Deswegen kann man sich hier nämlich auch hinziehen. Oh, hier ist sogar noch eine Fee. Naja, brauche ich aber eigentlich nicht. Ich habe eine und sonst habe ich auch keinen Platz mehr für was anderes.
so, von hier aus einfach mit einem Rollsprung rüberspringen. Ja, seht ihr, das geht. Ausgetrickst. Ich glaube, das kann man eh nur so machen. Genau, jetzt bin ich nämlich hier und hier komme ich definitiv rüber, weil ja die Tür kein Schloss hat. Brauche ich keinen Schlüssel, dann müsste ich da drüben den Schlüssel für die andere Seite finden. Und hier sind auch wieder diese komischen schwebenden Pflanzen, die wir aus der Wüste kennen. So, aber die bringen mir im Moment ja sowieso nichts. Ich will einfach nur zu der Tür da. Hoffentlich lassen mich diese blöden Vögel in Ruhe. Ach, los, schneller. Ist er so langsam mit den Eisenstiefeln? Ja, das sieht schon besser aus. Ich glaube, da vorne ist auch der Schlüssel drin, den ich brauche. In der Truhe da vorne. Naja, wie man es macht, macht man es falsch. Ich gehe ja meistens gerne mal in die falsche Richtung. So. Dann... Hä? Moment mal. Wie komme ich denn... An die Truhe komme ich ja gar nicht ran. Ach doch, 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 doch. Sehen wir mal. Muss nur gut gucken. Hier oben kann man sich ja dranhängen. Bin jetzt auch sehr gewundert, wenn das nicht gehen würde. So, können wir uns schon an der Kette runterlassen. Und da haben wir sie schon. Und da ist der kleine Schlüssel. Na bitte. Das ist alles nur, damit wir es auf die andere Seite wieder zurück können. So, und das geht da... Nutzt mir was, dass ich hier hin kann. So. Wir sehen auch schon, da hinten geht es noch weiter. Auch unten. Aber noch nicht jetzt. Ja, da müssen wir später nochmal hin. So, hier kommen wir noch relativ weit nach unten. Hat ja auch ziemlich viele Stockwerke. Ich weiß gar nicht, die Karte findet man. Die finden wir auch erst ein bisschen später. Aber es wäre ohnehin mal an der Zeit, den Part jetzt zu beenden. Ich will nur nochmal wieder zurück auf die andere Seite der Brücke und dann mache ich mal Schluss. Was zum Teufel? Das hat er doch jetzt nicht wirklich gemacht. Der Drache hat die Brücke zerstört. Dieses Mistvieh. Na super. Wie können wir denn jetzt wieder zurück nach drüben? Na, dieses Problem, da kümmern wir uns ein anderes Mal drum. Ey, das ist so fies. Man denkt, ja, gehe ich einfach mal wieder ganz gemütlich zurück auf die andere Seite. Auf einmal kommt der Drache geflogen und zack, Brücke im Arsch. Richtig gemein. Das war eine richtig fiese Überraschung. So. Okay. Warte mal, komme ich jetzt von hier noch? Ja, komme ich hier ran. Gut. So, Leute, das reicht jetzt erstmal. Das war ein kleiner Anfang von der Stadt in den Wolken. Also, es kommen mindestens noch drei weitere Parts. Wenn nicht sogar noch vier, ich weiß nicht. Also, hier werde ich wirklich sehr lange brauchen, um überall hinzukommen. Dungeon-Gegenstand finden wir auch erst später. Der war übrigens auch ziemlich witzig, mehr oder weniger, weil der uns irgendwie bekannt vorkommen wird. Aber ich verrate mal nichts, für die, die das Spiel jetzt nicht kennen sollten. Und als nächstes geht es dann wirklich nach links, wo ich jetzt den Schlüssel habe. Ne? Das können wir ja da ja lang. Hoffentlich macht er die andere Brücke nicht auch noch kaputt. Ich weiß gar nicht, ob der die zweite Brücke nicht auch noch zerballert, der olle Drache. Ob der nicht auch einfach... Der ist einfach nur hindurchgeflogen mit seinen Krallen und bam, war die ganze Brücke weg. Richtig übel. Die werden auch eine Freude haben, die Kumulade. Die können das ja alles dann irgendwie eventuell wieder reparieren, falls sie das überhaupt schaffen. Die sind doch so klein und so. Naja, bis zum nächsten Mal jedenfalls in Kumula, der Stadt in den Wolken. Ciao, Leute!